der Kika Live Rap Award 2010. Ben und Jess präsentieren voller Stolz Kika Live Rap Awards. Kika Live Rap Awards 2010. Die Stimmung im Studio genial. Kein Wunder, denn zu Gast waren die heißesten Anwärter auf den Kika Live Rap Award 2010. Actiontricks, Musik und Comedy. Die Kika Live Bühne voller verrückter, kreativer und cooler Talente aus dem Internet. Nicht nur was für die Fußgängerzone. City Rollern in Höchstform. Beeindruckend. Skaten auch bei dem Regenwetter? Kein Problem. Jumpstyle geht sofort ins Ohr und in die Füße. Lipdubbing? Mehr als nur Mitrellern. Timing ist alles. Drei fette Vorrunden und Spannung bis zum Schluss. Ihr habt gevotet und drei Acts zu glücklichen Finalisten gemacht. Dann das Finale. Der Kika Live Web Award rückt immer näher. Okay, und der Gewinner vom Kika Live Web Award 2010 heißt für Whitey Team. Unbeschreiblich. Und die Drehungen sind heute hier. Hier sind Whitey Team. Da sind sie, Ben. Hier sind unsere Kika Live Web Award Gewinner 2010. Hallo Jungs. Schön, wieder hier zu sein. Ja, schön, dass ihr wieder gekommen seid. Na klar. Und seit dem Web Award ist auch viel, viel passiert. Ein Clip von euch hat sogar über 6 Millionen Klicks gehabt. Seid ihr jetzt richtig berühmt? Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. 2010 war für uns so ein Jahr, wo... Also wir kommen, es ist schwer, damit zu kommen, was eigentlich passiert. Weil 2009 war es halt unser Hobby. Ja. Und jetzt hat sich innerhalb von einem Jahr, in so kurzer Zeit, haben wir auf YouTube über 200.000 Abonnenten bekommen und ja, können davon leben, was wir jetzt machen. Kein Hobby mehr. Das ist echt Fulltime-Job eigentlich geworden, was wir da machen mit dem Comedy, und es macht echt Spaß. Das ist echt geil, wenn das so ein Traum ist und das wird dann Wirklichkeit, ist echt super. Ja. Wie kommt ihr denn immer auf eure Ideen, immer auf neue Ideen? Ja, immer ganz verschieden. Und das Krasse bei euch ist ja, euch ist ja nichts heilig, auch kein Hollywood-Film, ich sag nur Twilight. Genau. Er hat es richtig schön veräppelt. Wie reagieren eigentlich die Twilight-Fans dann darauf? Das Lustige ist ja, dass gerade bei der Twilight-Sitcom ganz, ganz viele Twilight-Fans das total gut fanden, weil wir die Geschichte ein bisschen weitergesponnen haben. Okay. Und weil sie dann dachten, ja, okay, die Filme sind jetzt rum und dann nehme ich halt mal die Twilight-Sitcom zum Überbrücken. Ja. Aber das ist ja, also das war halt so der Anfang von eben genau dieser Richtung, dass wir eben parodieren. Und das kam so gut an, dass wir mittlerweile wirklich alles parodieren. Also Songs, Filme. Das habt ihr. Und ihr habt einen neuen Clip, der hat auch schon über 1,5 Millionen Klicks. Ja, und genau da wollen wir jetzt mal reinschauen. Check this out. Yo. Ich war in der 30-Zone mit 35 Kinder, schrei, du fährst zu schnell. Hey Junge, das weiß ich. Mein Outfit? Gebügelt von deiner Mama. Ich mähe bei jedem Rasen, in ihr Kuchen ist Hammer. Die Ampel ist rot, na klar, halt dich lang. Doch beim Abbiegen, Schulterblick, du kannst mich, Mann. Frank! Hä? Hast du schon wieder keinen Schulterblick gemacht? Boah, Mama, Rapper machen keinen Schulterblick. Also, Frank, ich bin zutiefst schockiert. Frank ist ein sehr, sehr böser Junge. Frank ist böser Junge, böser, böser Junge. Frank ist böser Junge, böser, böser Junge. Frank ist böser Junge, böser, böser Junge. An alle deutschen Rapper, vertraut nicht unsere Kinder. Mama, ich weiß doch gar nicht, wie es nach Hause geht. Weiß, Mom.
heute auch zu Gast und jetzt kommt einmal rüber, denn wir brauchen hier noch eure Hilfe. Hier wird ordentlich gebaut schon. Wow. Eine Hubschrauberlandeplattform, ein Herzchen für Mutti. Vielleicht nehmt ihr die Seite. Ich glaube, die Jungs, ihr kommt klar, ne? Ihr kriegt euer Haus hin. Darf ich auch mein eigenes? Ja, deswegen, ja, nee, kein eigenes Haus, aber eine Garage. 5 Minuten habt ihr Zeit, Jungs. Boah, 5 Minuten, das die ist Garage die für den Wagen. Okay. Aus eurem Clip. Haben wir auch noch die Säge irgendwo? Hier mit der Säge könnt ihr das richtig kriegen. Können wir das mal ganz kurz zeigen? Ich finde das so herzallerliebst, was der Ludwig hier gemacht hat. Kannst du das erkennen? Das ist Tomate Mozzarella. Damit. Das ist so toll. Das ist so herzlich. Kreativ muss man sein. Oh, ja, sehr gut. Hier haben wir Weihnachtsmarkt. Klar, hier habt ihr auch noch was. So, aber wo Weihnachtsmarkt? Wie sieht's denn aus? Seid ihr Weihnachtsmarktgänger? Liebe Polars. Polars kann man euch eigentlich auch nennen. The Polaroid. Geht ihr auf den Weihnachtsmarkt, esst schön gebrannte Mandeln und fahrt vielleicht Karussell oder so? Ja, doch gerne. Gestern waren wir hier in Erfurt auf dem kleinen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Sehr zu empfehlen. Ja, sehr schön. Ja. Die kann man wirklich nur empfehlen. Und wenn einem kalt ist, ne, einen kleinen Kakao trinken, tut immer gut. Wie sieht es bei euch aus? Weihnachtsmarkt, Draufgänger, ihr seid jetzt nach Köln gezogen. Genau. Ja, da haben wir ein bisschen was gefilmt am Weihnachtsmarkt. War ziemlich kalt, aber Kinderpunsch, sei Dank, wieder aufgewärmt. Geht das? Wir haben auch jemanden über den Weihnachtsmarkt geschickt, ne? Und ich bin ja ab und zu ein bisschen neidisch auf ihre Frisur. Für uns unterwegs war Luise Kuschinski. Das Stück. Yeah. Jo, liebe Jugendliche und liebe Kinder, hier ist eure Luise. Jo, und ich zeige euch jetzt in Berlin die Weihnachtsmärkte. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Oho, ist das lecker! Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, oh, lasst es fröhlich ein. Für manche lange Bratwurst hier wird es das letzte sein. Sieht aber lecker aus. Mutzenmandel oder Matzenmundeln? Mietzenmondeln mag ich auch sehr gerne, aber was ist da kompliziert? Champignons. We are the Champions. We are the Champions. Ich hab sie nicht alle auf der Leiste, glaube ich. Hey, was soll ich tun? Ich komme einfach nicht dazu, mich auszuruhen. Ich pupse wie eine Jungle-Drum. Ich pupse wie eine Jungle-Drum. Haben Sie denn auch Luise Kuschinski, der dickste Schinkengriller der Welt? Jetzt muss ich erstmal was futtern. Mein Magen hängt mir schon in der Kniekehle rum. Ach, das ist aber nett, so was Nettes, dass man das doch erleben darf auf dem Weihnachtsmarkt. Hier herrscht doch Menschlichkeit, Herzensbildung. Kinder, guckt euch das mal an. Na, dann stoßen wir mal an, wa? Guten Appetit. Ja. Lecker! Von diesen Herzen, die man hier isst, nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber wäre schön geworden. Was ist denn das? Ist das dein Mann? Ja. Der da? Ja. So eine hübsche Frau und so ein Knilch? Hör mal, da muss man ja literweise, fässerweise, muss man da ja Kinderpunsch trinken, um sich den schön zu saufen. Hä? Und wo kommt das Auto mit? Das kommt, das darf ich Ihnen nicht sagen. Wir drehen einen Spionagefilm. Ach so. Mütterlein, Mütterlein, du isst heute, du haust dir den Gulasch rein. Bei den Bratwürsten muss man aufpassen. Wenn das rauskommt, was da reinkommt, dann kommt derjenige irgendwo rein, wo er nicht mehr rauskommt. Jetzt nichts wie weg. Ich helfe jetzt mal ein bisschen mit, weil ich glaube, hier ist noch eine Frau nötig für das Schöne, für das Dekorative, oder Ludwig? Ja. Ja. Wir haben ja auch was Schönes gemacht. Guck mal, ein Tomate-Mozzarella-Teller mit Balsamico und mit, hier, schöner Kräuter und so. Hübsch, oder? Alles richtig gemacht. Und Phil ist hier auch schon dabei. Komm mal her, liebe zwei, leuchte hier mal rein. Hier gibt es nämlich eine Maus. Es gibt ein Haustier sozusagen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt auf die Tube drücken. Es gibt ab jetzt, haben wir eine schöne Uhr, noch eine Minute Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. So, los geht's. Hier kannst du kannst alles machen, was du möchtest. Du musst nur irgendwann essen auch, ne? Das Ganze? Ja, natürlich. Ja. So, Eier auf dem Lebkuchenhaus. Man kann alles machen. Kann alles machen. So, inzwischen können wir ja schon mal hier, wir haben ja ein bisschen was über. Verteilen wir nochmal schnell hier ein paar Gummibärchen. Wer will hier? 1, 2, 3. Ihr könnt schon mal kleiner Vorgeschmack hier. Kleiner Vorgeschmack, auf was gleich kommt. Und da drüben, Mund auf. Lecker. So. Wir schauen auf die Uhr, die Hälfte ist um. Eine Minute nach. Jungs, ihr müsst langsam das Dach aufsetzen, sonst wird es hier knapp. Was macht die Garage, YTT? Das ist keine Garage. Wir haben probiert, das hier nachzubauen. Ja, sehr schön. Wir haben probiert, das nachzubauen. Ja, es gelingt auch fast. Ach, Mist. Aber das ist ja wirklich also professionell. Also ich würde gerne nach der Sendung noch weiterbauen. Ja, ihr könnt so lange machen, wie ihr möchtet. 10 Sekunden, dann ist aber wirklich... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Finger weg, ihr Lieben. Da wird noch ein bisschen eine Mandel aufgesetzt, aber jetzt ist endgültig Ende. Wollen wir doch mal gucken, oder? Oh, schauen wir uns zuerst, schauen wir uns zuerst Whitey an, oder? Okay. Da haben wir eine kleine Steigerung. Fangen wir mal bei dem, nicht so schön. Sehr schön. Ja. Das ist mit Liebe gemacht. Ja, das ist... Das soll jetzt dieses Haus sein, ja? Man kann es nochmal vergleichen, vielleicht Freie hier eins, zwei. Interpretation. Ja. Genau, also wir haben probiert, das nachzubauen, aber ich habe eine Idee, Cheese. Wenn hier schon was verlost wird, wir könnten das doch in einem Video von uns verlosen. Ja, na, sehr gut. Oder? Braune Schallplatte. Weiter geht's, auf geht's. Die Infos werdet ihr natürlich auch noch erfahren, der Kika Live.de. Aber jetzt kommen wir hier noch kurz zum Bonbon des heutigen Tages. Alter Schwede, ist das schön geworden. Mit Helikopter, Landeplattform und Mozzarella. Oh. Oh, das ist schön, das ist wirklich schön. Echt schön. Hier landet der Heli. Alles richtig gemacht. Du bist auch fertig geworden, Felix, ne? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wir zeigen es nur einmal kurz. Diesen Preis gibt es in der Community zu gewinnen. Wow. Wahnsinn. Sehr schön. Das trocknet jetzt noch ein bisschen an. Ja. Aber jetzt, wenn wir so viele Sänger noch da haben und so schön weihnachtlich ist, hä? Ich empfehle für Gemütlichkeit immer Gesang. Du auch, ne, Jess? Ja, das ist eine gute Idee. Dann geht's los. Dann denn geht's los. Es hat sich herausgestellt, wir haben hier eine All-Stars-Band vom Allerfeinsten. Die besteht aus? Saphir. Und? Polarkreis 18. So sieht's aus. Und sie singen White Christmas. Komm, geht schon mal hoch. Die Mädels warten auf euch. Hier sind sie bei euch. Wieder mal, komischerweise, mit einer Weltpremiere. Jess und ich können ein bisschen kuscheln. Ihr könnt euch entspannen. Und jetzt wird hier richtig gesungen. White Christmas. Bitteschön. I'm dreaming of a white Christmas. Polarkreis 18, komm noch mal runter zu uns. Vielen, vielen Dank an Saphir natürlich nochmal. Ja, jetzt wird es langsam stressig. Die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit ist stressig. Wenn ihr zu Hause Fragen oder Tipps habt, wie man den Stress vielleicht umgehen kann, dann klickt euch rein in den Chat direkt im Anschluss an die Sendung unter kika-live.de. So sieht's aus und morgen geht die richtige Post ab, denn mein guter Freund und Kollege, deiner übrigens auch, ist nochmal aus Hamburg vom Fischkutter gekommen. Mersat Marashi ist morgen hier zu Gast. Also einschalten und jetzt heißt es, jetzt wird das Lebkuchenhaus gleich wieder geplündert. Liebes Publikum, kommt alle her, Saphir, alle, die was essen wollen, kommt nach vorne, der Tisch muss ratzefatz aufgegessen werden. Alle nach vorne kommen, das war Giga Live, das Beste. Danke an Freude, Tio und Saphir. Bis morgen. Tschüss. Runter.